Joa, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PS4 Nachrichten. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir reden heute als erstes über Titanfall 2. Da haben wir, glaube ich, schon vor 2 Tagen einmal drüber gesprochen, dass es, ja, weiß ich gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wurde jetzt das Release-Datum einigermaßen eingegrenzt. Und zwar gibt es da eine Firma, die parallel zu dem Spiel zeitgleich Actionfiguren herstellt. Und die Actionfiguren erscheinen im Winter 2016. Also wird das Spiel auch im Winter 2016 erscheinen. Und ja, ich bin mal gespannt auf das Ding. Auf jeden Fall. So, jetzt sprechen wir kurz über Need for Speed. Da gibt es ein Gerücht, und zwar soll es demnächst ein neues Update geben mit einer manuellen Gangschaltung, was mich sehr freuen würde, weil mir ist schon des Öfteren aufgefallen, dass wenn ich Rennen fahre, mein Auto extrem schlecht schaltet teilweise. Und ja, das wäre für mich auf jeden Fall eine coole Sache. Und es soll Drag Race Rennen geben. Das kennt ihr ja aus alten Need for Speed Spielen. Da müsst ihr dann halt manuell schalten und das ist so ein Sprintrennen halt. So, dann reden wir kurz über die aktuellen Verkaufscharts aus Deutschland. Nein, nicht Verkaufscharts, Vorbestellercharts, Entschuldigung. Und zwar am meisten vorbestellt wurde, also auf Platz 1 ist The Legend of Zelda Two Princess HD. Für die Wii U. Auf Platz 2 ist The Division für die PlayStation 4. Auf Platz 3 ist Pokémon für, ich glaube, 3DS. Auf Platz 4 ist Far Cry Primal. Das habe ich auch vorbestellt. Auf Platz 5 ist Dark Souls 3. Auf Platz 6 ist Uncharted 4. Auf Platz 7 ist Pokémon Tekken. Auf Platz 8 ist Doom für die PS4. Und auf Platz 9 ist das Heavy Rain Beyond Good. Quatsch. Ja, Good. Keine Ahnung, wie heißt denn das? Ich hab's noch nicht gespielt, tut mir leid. Dieses Beyond Two Souls, glaube ich, heißt es. Das ist auf Platz 9. So, jetzt werdet ihr festgestellt haben, für die Xbox ist gar nichts dabei. Eieieiei. So, dann reden wir kurz über die PlayStation VR. Und zwar gibt es da ein Unternehmen, was storybasierte Inhalte für PlayStation VR entwickelt. Und die haben ein Promo-Video veröffentlicht, wo ein Release-Datum von PlayStation VR genannt wurde. Und laut diesem Promo-Video soll PlayStation VR schon im April 2016 erscheinen. Finde ich ganz schön früh, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte auch gedacht, dass die das ein bisschen früher ankündigen. Aber nun gut, ist ja jetzt auch nur also keine offizielle Ankündigung, sondern von dieser Spieleschmiede da oder was auch immer. Die machen irgendwelche storybasierten Inhalte halt. Ob die jetzt nur vermuten, dass es im April erscheint oder ob die halt mehr wissen als wir, das bleibt abzuwarten. So, jetzt reden wir kurz über Bataillon 1944. Darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen. Und zwar ist das ja so ein Kickstarter-Projekt, wo halt Geld gesammelt worden ist. Und da sind jetzt 200.000 englische Pfund zusammengekommen. Das ist schon das Doppelte wie erwartet. Also die wollten ursprünglich 100.000 britische Pfund erwirtschaften, haben jetzt schon das Doppelte geholt. Die haben ja schon gesagt, wenn es mehr Geld wird, das kommt natürlich der Entwicklung zugute. Und ja, das zeigt natürlich, dass die Spieler unbedingt nicht nur dieses Zukunftsgeballer haben wollen, sondern sie wollen im Zweiten Weltkrieg spielen. Und ja, mir gefällt es auch sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, dann gibt es ein weiteres Kickstarter-Projekt zu einem Horrorspiel. Das heißt
Visage. Und zwar ist das ein Point-and-Click-Adventure als Horrorspiel. Da gibt es auch schon ein paar Screenshots. Das sieht durchaus sehr, sehr cool aus. Oh, Entschuldigung. ja, ihr spielt da in einem alten Haus. Und von den Screenshots her würde ich so ein bisschen sagen, geht es in Richtung Paranormal Activity. So in die Richtung wird es gehen. Und ja, die haben eigentlich geplant, dass die 30.000 kanadische Dollar sammeln wollten. Und jetzt haben sie schon 50.000 kanadische Dollar zusammen. Und ab 45.000 kanadischen Dollar gibt es eine PS4-Umsetzung. Da diese jetzt geknackt worden sind, wird es auch eine PS4-Umsetzung geben. Des Weiteren ist im Gespräch auch eine PlayStation VR-Umsetzung. Das wird natürlich gut klappen bei so einem Point-and-Click-Adventure mit der Steuerung und alles. Kann ich mir gut vorstellen. Und wenn sie wirklich 1 Million kanadische Dollar zusammenkriegen sollten, dann werdet ihr nicht nur in einem alten Haus spielen können, sondern in einer kompletten Stadt. Ja, logisch, das kostet halt mehr und ja, 30 Tage sind noch Zeit. Bei Bataillon übrigens noch 21 Tage. Also wenn ihr die Spiele unterstützen wollt, dann geht mal auf kickstarter.com, glaube ich. Müsst ihr mal googeln, müsst ihr einfach mal gucken. So, dann reden wir noch mal kurz über Drive Club. Da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen. Und jetzt haben die Entwickler noch mal bestätigt, dass am 23. Februar noch mal zwei kleine Mini-Updates erscheinen werden. Die sind allerdings nicht gratis. Die kosten ein bisschen was. Die kosten 3,59 €. Und es wird ein Update zu Drive Club geben und ein Update zu Drive Club Bikes. Das Update für Drive Club, für das normale, wird den Namen No Limits haben, bietet euch 6 neue Events, 5 neue Trophäen und 2 neue Autos. Das sind der Nissan Skyline und der Honda Civic. Das ist der neue Honda, also ein aktuellerer Honda Civic, der diese komplette Chromleiste vorne hat. Ich hoffe, ihr wisst, welchen ich meine. Ja, finde ich nicht so schön das Auto, aber ist ja egal. Ist ja immer Geschmackssache. So, und das Update für Drive Club Bikes hat den Namen Suzuki, bietet euch ebenfalls 6 neue Events, 5 neue Trophäen und auch 2 Fahrzeuge. Das sind die Suzuki GSX R1000 und die GSX S1000 ABS. Und ja. So, dann gibt es News zu Street Fighter 5. Und da haben sich auch die Entwickler nochmal gemeldet und haben gesagt, dass es keinen weiteren Street Fighter Teil für die PS4 geben wird. Ihr kennt es ja von der PS3, da gab es Street Fighter 4, da gab es Street Fighter Ultra, Street Fighter Mega, Super Ultra und so weiter und so fort. Da gab es ja 1000 verschiedene Dinger, ständig musstet ihr da aufrüsten, neue Charaktere freischalten oder kaufen, euch das ganze Spiel neu kaufen. Keine Ahnung, wie das genau vonstatten ging. Das wird es diesmal nicht geben. Ja, wird supportet das ganze, den ganzen Lebenszyklus der PS5, 4, Entschuldigung. Und ja, wird immer wieder neue Updates geben, wahrscheinlich auch ein paar zum Bezahlen und ein paar umsonst. Ja. So, und die letzte Nachricht für heute kommt von Ubisoft. Und zwar haben wir auch schon mal über Assassin's Creed dieses Jahr geredet. Und damals hatte ich euch schon gesagt, es wird höchstwahrscheinlich kein neues Assassin's Creed geben. Das war ein Gerücht und jetzt wurde dieses Gerücht von Ubisoft bestätigt. Die haben einen Businessplan aufgestellt, was für Spiele für dieses Jahr noch geplant sind. Und da gibt es kein Assassin's Creed. Grund dafür ist, dass seit Assassin's Creed Unity, was ich finde das schlechteste seit langem war, seitdem gab es ja heftige Kritik und das hat sich Ubisoft jetzt zu Herzen genommen. Auch Assassin's Creed Syndicate, was ich eigentlich ganz cool finde, hat sich nicht so verkauft, wie Ubisoft sich das erträumt hat.
Und ja, deshalb wird Assassin's Creed die Serie komplett neu überarbeitet und erscheint dann höchstwahrscheinlich nächstes Jahr im neuen Gewand. Dies Jahr erscheint dafür Watch Dogs 2, hatte ich euch auch schon einmal gesagt. Damals war es noch ein Gerücht, jetzt ist es bestätigt. Es gibt aber noch weitere Spiele von Ubisoft, die dieses Jahr erscheinen werden. Und zwar, also neben Watch Dogs 2 wird es South Park geben. Da freue ich mich ganz besonders, dass das Ubisoft diesmal macht, denn da ist dann auch die Sprache in Deutsch. Das finde ich sehr gut, weil mir die deutschen Synchronsprecher von South Park sehr gut gefallen. Und ja, dann gibt es For Honor dieses Jahr noch. Das ist ja so ein Schwertkampfspiel mit Wikinger und Ritter und so weiter und so fort. Und es wird noch Ghost Recon Wildlands geben. Ja, das war's von den Nachrichten für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich fand, das waren heute sehr schöne Nachrichten. Und ja, ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Abonniert mal meinen Kanal, checkt mal ein bisschen meine Videos und habt einfach ein bisschen Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein, Leute!